Ja, ich muss doch noch mal drauf gehen. Oh, ist das der Wahnsinn! Hey! Ja, ich habe gerade so gedacht, ich kann ja noch mal so ein bisschen erzählen davon, was ich denke. Also ich habe mich geirrt, das sind 33 Grad, keine 30 oder 29. Es sind 33 Grad noch immer. Es ist, glaube kurz vor 9, 21 Uhr. Und es ist ja so, dass an Vollmond es so ist, dass wenn die Sonne untergeht, dass dann quasi der Vollmond aufgeht. Also so viel ich weiß und so viel ich das letzte Mal das beobachtet habe, weil ich habe nicht mehr so die Möglichkeit, auf den Berg rauf zu steigen und das zu beobachten. Das ist schon sehr, sehr lange her. Und ja, heute habe ich gedacht, ich greife es an, ich pack's an, ich steige nach oben und will mal gucken, ob jetzt dann gleich auf der anderen Seite der Mond aufgeht. Und also man merkt deutlich, dass sich jetzt schon was tut. Mir war das klar, dass ich etwas, das was passiert heute Abend. Der Wind ist ziemlich stark geworden, was man ja auch so jetzt wahrscheinlich im Handy hört. Und ja, ich meine, ich bin jetzt auch weiter nach oben gegangen, aber trotz alledem, wir hatten heute also den ganzen Tag ja eher so Wüstenwind. Was bedeutet, ich habe gesagt, Wüste, Wüste. Ziemlich heißer Wind, also wie in der Wüste. Ne? Und Wüste, Wüste, weil wir sind das halt einfach nicht gewohnt. Und da kommt die Sonne raus. Hey, ho! Yeah, krass. Also es dauert noch einen Moment, wie ich schon vermutet habe, circa eine Stunde. Kann sein, dass es ein bisschen schneller jetzt noch geht, aber so ungefähr, also von der Entfernung von der Sonne zum Horizont könnte es ungefähr eine Stunde dauern, von da ab, wo ich es gesagt habe. Ich weiß nicht, wann ich es gesagt habe. Da unten irgendwo. Ja, es kommt die Sonne noch mal raus, dass wir sie sehen. Das ist echt genialst. Ich denke mal, es wird dann aber dann einfach ein bisschen heller noch mal, bevor sie dann wieder den Horizont erreicht. Aber es kann auch sein, dass es so rötlich bleibt. Also ich hoffe, ihr seid draußen und guckt euch dieses Spektakel an, weil schon allein der Sonnenuntergang ist echt krass. Und ja, ich bin gespannt, was heute Abend noch passiert. Wie gesagt, ich bin gewappnet, ich habe auch die Taschenlampe dabei, weil ich meine, ich muss ja wieder da runter, ne? Muss ja da wieder runter. Und ja, wenn es dann nachher eine Finsternis gibt, das heißt, es ist dunkel. Und dann ist es vielleicht gut, wenn ich mal den Weg leuchten kann. Also mir tun jetzt schon die Augen weh. Ich sollte aufhören zu filmen, weil es wird jetzt gerade ein bisschen zu grell für meine Augen. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Also ich bin gespannt, was kommt. Es könnte, also morgen, für morgen ist ja schon auch Regen angesagt. Ich bin gespannt, ob das vielleicht heute Abend noch kommt. Also diese Wolke hat ja vielversprechend ausgesehen. Leider hat sie nicht geregnet. Sie sah nur gut aus und hat ein bisschen kühle Luft gebracht. Das ist ja schon mal etwas. Ja, also, dann gehe ich jetzt mal weiter. Wie gesagt, sonst verpasse ich noch den Mond. Die Sonne bleibt auch noch ein bisschen in der Wolke. Also, und außerdem ist sie jetzt schon ziemlich hell. Ich will mir meine Augen nicht kaputt machen. Okay, dann bis zum nächsten Video. Ciao!